Freunde, eine kurze Historie. Hallo, wir produzieren Filme des Film-TV Alf-Peckerhorn Record Studios. Unsere Themen sind unter anderem in Lehrfilmen die Arzneimittelwissenschaft, Molekularpharmakologie sowie die medizinische Chemie. Dann die History mit Schwerpunkten sakrale Bauwerke, religiöse Stätten, aber auch Imagefilme mit kulturellen Beiträgen. Hallo, wir sind hier an der Burgruine Ehrenfels im Mittelrheintal bei Bingen-Rüdesheim. Das Mittelrheintal ist ein Gebiet unserer Produktionsschwerpunkte. Hier die älteste Steinbrücke 11. Jahrhundert, die Drususbrücke über die Nahe bei Bingen. Hallo, wir stehen hier am Schloss Johannisberg im Rheingau, das berühmte Fürst Metternich-Weinschloss. Hier war im 19. Jahrhundert Goethe zu Gast. Wir haben dazu mehrere Szenen an verschiedenen Standorten gedreht. Wir sind hier auf den Wegen zu verschiedenen sakralen Anlagen, unter anderem zu Klöstern und Basiliken. Hier der Wallfahrtsort Kloster Marienthal mit mehreren alljährlich laufenden Produktionen. Der Rhein, eine einzige Kulturlandschaft in Deutschland. Am Tor des UNESCO-Weltkulturerbes Oberes Mittelrheintal. Wir stehen hier am Ufer Bingen, der Blick auf den Niederwald bei Rüdesheim. Oppenheim am Rhein, die mittelalterliche Weinstadt südlich von Mainz. Die Römer brachten vor ca. 2000 Jahren eine Hochkultur an den Rhein. Wir sind hier bei den Aufnahmen unserer Waldhausserie. In den tiefen, dunklen Wäldern treffen wir Hexen und weitere unheimliche Dinge. Unsere Wissenschaftslehrfilme. Thema Arzneistoffe. Molekulare Wirkmechanismen im Körper, medizinische Chemie, Molekularpharmakologie.
für die Arzneistoffe gilt: keine Arzneistoffwirkung ohne dem richtigen Molekülkonzept und ohne der passenden chemischen Reaktion im Körper. Wir reden heute wieder über eine interessante Stoffgruppe der medizinischen Chemie, der Wirkstoffchemie, Drug Design, medizinisch-chemische Aspekte, molekulare Mechanismen. Hallo, das Land der Hildegard. Wir sind hier auf dem ehemaligen Klostergelände, die Sie Bodenberg. Basilika, Ostseite, Altar. Hallo, wir stehen hier vor Bermersheim, vor der Höhe bei Alzey. Hier ist vermutlich Hildegard geboren. Hier stehen auch ihre Taufkirche. Zur medizinischen Chemie, Drug Chemistry, zu molekularen Effekten von Suchtstoffen im menschlichen Körper. Hallo, wir befinden uns hier im schönen Mittelrheintal. Wir Hallo, wir sind hier am Heldenberg in der Nordpfalz. Hallo, wir blicken hier vom Rochusberg hinab auf das Rheintal der Hindenburgbrücke. Hello, Rhineland, Germany. Wir sind hier in der deutschen Toskana. Hier bei den Aufnahmen der ehemaligen Eisenbahn Hindenburgbrücke Richtung Sarzheim. Hallo, wir stehen hier im Rheintal im Rheingau. Der Rhein, das Rheintal, das Mittelrheintal, eine historisch einzigartige Landschaft. Hallo, wir sind hier in der rheinhessischen Schweiz, in der Nähe von Lohnheim, hier am Gubi, ein Weinberghäuschen. Die Tunis wurden besonders in der rheinhessischen Schweiz vor ca. 200 Jahren gebaut. We present a trailer of the film series The Romans in Germany. Man kann also überall nachlesen, recherchieren und hören, wie schädlich die Chemie, die Pharma-Medikamente aus der Laborsynthese sind im Vergleich zu pflanzlichen Arzneimitteln, zu Phytopharmaka.